Dann rufe ich auf den Punkt 30, Beschlussempfehlung und Bericht über die Vorlage des Hessischen Beauftragten für Datenschutz. Ich begrüße Herrn Prof. Ronellenfitsch. Er wird geleitet vom Präsidenten Stadt und Land, Hand in Hand. Und wir würden, das sind die Drucksachen 20-2385, 20-724, 20-1635. Wir würden zunächst einmal den Berichterstatter hören, Kollege Eckert. Ja, mal gucken mal. Komm her. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Ausschuss für Digitales und Datenschutz empfiehlt dem Plenum, den 47. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz und den ersten Bericht zur Informationsfreiheit des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zur Kenntnis zu nehmen und darüber eine Aussprache zu führen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Herr Prof. Ronellenfitsch, Sie haben das Wort. Bitte sehr, und die Aufmerksamkeit des gesamten Landtags. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die oder der hessische Beauftragte für Datenschutz und die oder der Beauftragte für Informationsfreiheit haben zum 31. Dezember des Jahres hier einen Tätigkeitsbericht für den Hessischen Landtag zu erstellen, der Landesregierung zur Stellungnahme vorzulegen und die Berichte vor dem Plenum des Landtags zu erläutern. In meiner Doppelfunktion fasse ich beide Berichte zusammen, um Zeit zu sparen. Der 31. Dezember betrifft nicht den Abgabetermin, sondern das Ende des Berichtsjahres. Der Berichtszeitraum liegt da so weit zurück, dass ihm keine tagespolitische Bedeutung mehr zukommt. Aus strukturellen Gründen müssen solche Berichte langweilen. Das habe ich immer betont. Herr Böhmermann glaubte, sich hierüber lustig machen zu sollen, und ignorierte mein Bemühen, die Tätigkeitsberichte durch fernliegende Beispiele aufzulockern. In diesem Zusammenhang fiel mir auf, dass sich die Stimmungslage eines Volkes in seiner Trivialmusik widerspiegelt. Die typische die allgemein bekannte Trivialmusik, das will ich nicht abwertend gemeint wissen, sind die deutschen Schlager. Daher könnte es von Interesse sein, die Behandlung des Datenschutzes im deutschen Schlager und die Behandlung des deutschen Schlagers durch den Datenschutz einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Das werde ich heute machen. Ich gehe auf die Hitparade des Berichtszeitraums ein. Das ist die Hitparade, die deutsche Schlager-Hitparade von 2018. Sie kennen die Titel sicher alle. Ich habe sie mir mühsam alle reingezogen, um das Ihnen vorführen zu können. Ich habe ein psychisches Trauma erlitten, aber das habe ich jetzt wieder überwunden. Für den betreffenden Berichtszeitraum scheint die Vorgehensweise allerdings nicht nötig zu sein. Denn am 25.05.2018, am Tag, an dem die Datenschutzgrundverordnung DSGVO unter Kennern Geltung erlangte, dieser Tag war mit derartig vielen interessanten Ereignissen verbunden, dass ich meinen Tätigkeitsbericht allein mit einem Bericht über die Ereignisse dieses Tages spannend gestalten könnte. Den Vogel schossen die Wiener ab. Hunderttausende Namensschilder wurden von den Briefkästen abgeschraubt, weil man datenschutzrechtliche Sanktionen befürchtet hatte. In Wahrheit ging es um etwas ganz anderes. In Wahrheit verstießen die Namensschilder gegen das Titelverbot des Adelsaufhebungsgesetzes von 1919, gegen das Otto Habsburg Klage beim österreichischen Verwaltungsgerichtshof ankündigte. Mithilfe des Datenschutzrechts versuchte man, die Adelstitel von den Briefkästen zu beseitigen. Wir in der Bundesrepublik hatten andere Sorgen. Die Titel habe ich in einem anderen Tätigkeitsbericht schon einmal angesprochen. Wir hatten andere Sorgen. In Deutschland hat man den Eindruck, dass es mehr Vereine gibt als Einwohner. Und es gibt zu allem und jedem Lebensbereich einen Verein. Es ist völlig klar, dass das Datenschutzrecht für alle Vereine nicht einheitlich gelten kann, dass unterschiedliche Anforderungen für unterschiedliche Vereine galten. Und es galt, das einigermaßen klarzumachen. Die Situation war die, dass man früher im Datenschutz den großen Bruder Staat gefürchtet hat.
und das ist übergegangen in die Furcht vor den Datenschützern. Man hat Sanktionen befürchtet, die Stimmung hat sich etwas gewandelt. Ich will Ihnen deutlich machen, dass diese Furcht unberechtigt ist. Es hat sich im Jahr 2018 nicht allzu viel geändert. Im materiellen Datenschutzrecht gelten, wer früher datenschutzkonform war, ist weiterhin datenschutzkonform, und wer früher dagegen verstoßen hat, muss jedenfalls jetzt ebenfalls mit Sanktionen rechnen. Ich habe Ihnen das jetzt angedeutet. Deswegen will ich auf die Schlager Ihnen zeigen, wie man mit dem Datenschutz umgeht. Der Datenschutz ist der Schutz von der automatisierten Datenverarbeitung personenbezogener Daten. Deswegen ist nicht jedes Datum schutzbedürftig, sondern nur die personenbezogenen Daten und nur die im öffentlichen Bereich. Im privaten Verhältnis gilt das Datenschutzrecht nicht. Also, Sie brauchen sich nicht fürchten, ängstigen vor Datensammlungen Ihrer Partner oder Partnerin. Das ist der private Bereich, das ist nicht sanktioniert nach Datenschutzrecht. Wenn man das kapiert hat, kann man die datenschutzrechtlichen Regelungen, so kompliziert die im Einzelfall auch sein mögen, relativ leicht in den Griff bekommen. Und das will ich Ihnen jetzt exemplarisch vorführen. Der erste Titel der Schlagerparade von 2018, der deutschen Schlagerparade, war, muss ich nachschauen, also der Datenschutz taucht in keinem Schlagertext der Top 40 unmittelbar auf. Das haben die nicht geregelt, aber die datenschutzrechtlichen Würdigungen der Titel, die können wir auf jeden Fall durchführen. Und der erste Titel war Willkommen Gänsehaut. Vielleicht können Sie sich erinnern, von André Stade. Die Rechtsnatur der Gänsehaut im nationalen und Unionsrecht ist nicht geklärt. Es handelt sich datenschutzrechtlich wohl um kein biometrisches Merkmal im Sinne des Artikel 4 Nummer 14 Datenschutzgrundverordnung, da kein Dauerzustand beschrieben wird. Es fehlt ein einheitlicher Sprachgebrauch auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Der französische Begriff für Gänsehaut ist Hühnerhaut, chair de poule, deutet darauf hin, dass bei manchen Personen ein charakteristischer Gemütszustand gemeint ist, der als personenbezogenes Merkmal betrachtet werden kann. Ob dann die Gänsehaut immer willkommen ist, erscheint indessen fraglich. Für eine mutmaßliche Einwilligung in die Verarbeitung der durch die Gänsehaut erfassten Daten besteht keine Notwendigkeit. Gänsehaut entwickelte sich auch im zweiten Titel von Andrea Berg, Ihnen alle bekannt, in der der Titel hieß Ja, ich will. Können Sie sich vielleicht erinnern? Ja, ich will. Sie will zweierlei Dinge. Sie bekommt Gänsehaut, wenn sie ihr Wunsch in Erfüllung geht. Sie will einmal mit weißen Pferden am Strand reiten. Die datenmäßige Erfassung der Gänsehaut dürfte hier keine identitätsstiftende Bedeutung haben. Die datenschutzrechtliche Relevanz des Reitens im Wald habe ich schon in meinem ersten Tätigkeitsbericht behandelt. Für das Reiten am Strand dürfte entsprechendes gelten. Das Grundrecht auf unbeobachtetes Reiten an hessischen Stränden dürfte datenschutzrechtlich mit vernünftigen Erwägungen konform geregelt werden können. Soweit das zweite Ja-Ich-Will-Kriterium datenschutzrechtlich zu würdigen ist, geht es darum, ich bin zwar von meinen Mitarbeitern zensiert worden, ich sollte es nicht darstellen, ich stelle es aber doch dar. Ich möchte Lieben machen im Fahrstuhl. Die datenschutzrechtliche Relevanz dieser Tätigkeit ist fragwürdig. Man könnte daran denken, dass das der Kernbereich privater Lebensgestaltung ist. Aber der Kick liegt ja gerade darin, dass man beobachtet wird, insbesondere wenn man den Fahrstuhl in Paternoster benutzt. Datenschutzrechtlich kann man das in den Griff bekommen, unter Berufung auf die Piepshow-Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Man sollte aber dann auf den weiteren Titel in Betracht ziehen. Das ist von Marianne Rosenberg und Eric de Jong. Liebe kann wehtun. Und das sollte man dann beachten. Bei fahrstuhlmäßiger Betätigung ist das
jedenfalls ein erwägenswerter Grund. Dann der nächste Hit war Nicht verdient von Matthias Reim und Michel. Du hast sie nicht verdient, er hat dich nicht verdient und so weiter, wer auch, wen auch immer verdient hat. Da kommt die Formulierung vor. Er fährt Ferrari, sie trägt Armani. Ist das datenschutzrechtlich relevant? Grundsätzlich nicht. Bei Hartz-IV-Empfängern könnte das ein datenschutzrechtlich relevantes Kriterium sein, die für datenschutzrechtliche Sanktionen in Betracht kommt. Der fünfte Titel, den ich erwähnen möchte, der ist unheimlich aussagekräftig. Das ist Hallihallo von Andreas Gabalier. Hier zeigt sich die Überlegenheit der menschlichen gegenüber der künstlichen Intelligenz. Das Hallihallo ist ein Ausdruck, der nur sprachlich und zwischen Menschen gebraucht werden kann. Da haben wir Erfahrungen mit dem sogenannten Navajo-Code, Navajo-Code des Zweiten Weltkriegs. Sie wissen, was ich meine. Die Navajo sind ein Indianerstamm, die nur wenige Mitglieder umfasst, aber bei denen nur wenige eine Sprache sprechen, die auf der ganzen Welt bekannt ist. Es ist eine einheitliche Sprache, und im Zweiten Weltkrieg hat man die Navajos eingesetzt zur Verschlüsselung von Botschaften. Und man konnte, technische Geräte waren nicht hilfreich. Auf die Art und Weise hat man die Japaner und die Wehrmacht reingelegt, und die konnten das niemals entziffern. Also immer, manchmal ist künstliche Intelligenz etwas nachteilig gegenüber der menschlichen Intelligenz, datenschutzrechtlich. Ist Hallihallo von Andreas Gabalier interessanter, als man sich das auf den ersten Blick vorstellen konnte. Der sechste Hit war Wir sind Hollywood von Anita und Alexandra Hofmann. Die propagieren ein grenzenloses Abheben. Es geht nicht auf die völkerrechtliche, Thematik der Eingrenzung ein und leisten keinen Beitrag zur Lösung des Problems fremdstaatlicher Kontrolle und von Clouds und von Privacy Shield und dergleichen mehr. Das könnte man alles aus der Vorschrift ableiten. Beatrice Egli hat den Titel, war der siebte erfolgreiche Titel. Sie merken, wie man datenschutzrechtlich alles in den Griff bekommt. Beatrice Egli hatte den Titel Verliebt, verlobt, verflixt nochmal. Der enthält ebenfalls eine verschlüsselte Botschaft. Die Einleitung ist nämlich He Nana Nera. Das dürfte in den Schweizer Alpen gebräuchlicher Sprachgebrauch sein. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Das dürfte also wieder eine Verschlüsselungsform sein. Und dann die rechtliche Würdigung unabhängig vom Datenschutz ist, dass die Formulierung völlig unverständlich ist. Verliebt, verlobt, verflixt nochmal. Da wird gerügt, dass die Frage gestellt wird, willst du mich heiraten? Die ist ja schon gestellt worden. Dann nach deutschem und schweizerischem Zivilrecht ein Verlöbnis, die verbindliche Zusage einer Ehe einzugehen enthält. Und diese Zusage kann nur erteilt werden, wenn man entsprechend gefragt worden ist. Deswegen ist die Forderung, die Frage zu stellen, unsinnig und widersinnig. Rechtlich ist dieser Titel missglückt. Ben Zucker ist der achte Titel. Der hat die geile Zeit in Betracht gezogen. Datenschutzrechtlich nicht relevant, da die geile Zeit das private Verhältnis betrifft. Nach Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe C ist das personenbezogene Verhältnis im privaten Bereich datenschutzrechtlich irrelevant. Aber ich muss Ihnen sagen, für die Datenschutzbeauftragten, die bei den Beratungen der Datenschutzgrundverordnung zugange waren, war das eine geile Zeit, bis die Datenschutzgrundverordnung zustande gekommen ist. Wir hatten alle Mühe, die deutschen Standards beizubehalten auf europäischer Ebene. Das ist weitgehend geglückt. Und ich muss Ihnen sagen, als letzter Titel, den ich erwähne, wir fuhren gewissermaßen datenschutzrechtlich Achterbahn mit Helene Fischer, die den Hit 2018 hatte. Es kamen Regelungen, die wir verkraften konnten, und Regelungen, die wir verhindern mussten. Und das ist weitgehend geglückt, dank des deutschen Föderalismus, dank der Tätigkeit der Bundesländer. Und damit haben wir das Schlimmste abgewendet.
Sie haben das Schlimmste überstanden. Ich habe Ihnen die ganzen Hits des Jahres 2018 datenschutzrechtlich aufbereitet. Damit will ich meinen bewenden lassen. Ich hoffe, ich habe den Übergang in die Karnevalsveranstaltung der weiteren Woche geschafft und habe Sie nicht allzu sehr gelangweilt und habe damit Herrn Böhmermann einen Streich gespielt. Das war mir ein Anliegen. Herr Professor Ronellenfitsch, herzlichen Dank für Ihren sehr interessanten Bericht. Sie lassen ja tolle Dinge da los. Das ist schon in Ordnung. Großartige Sache. Und wir kommen nun zur Aussprache über den Bericht. Wir haben uns vereinbart, 5 Minuten pro Fraktion. Und es beginnt der Kollege Felstehausen, Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Ronellenfitsch, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, zunächst einmal, und das gehört sich, glaube ich, so, vielen Dank für Ihre Arbeit. Und damit meine ich nicht den Vortrag hier, sondern das, was Sie abgeliefert haben, den umfangreichen Bericht in beiden Bereichen des Datenschutzes. Wenn ich mir den angucke, diesen Bericht, dann ist es, glaube ich, wichtig festzustellen, dass die Hessische Landesregierung dafür sorgen muss, dass die unabhängige Fachkompetenz des hessischen Datenschutzbeauftragten ernst genommen wird und vor allen Dingen die Entscheidungen und Empfehlungen berücksichtigt werden müssen. Und natürlich, meine Damen und Herren, muss der hessische Datenschutzbeauftragte besser ausgestattet werden, personell wie auch strukturell, weil die Anzahl der Beratungen, der Eingaben sind von 2017 auf 2018 um 60% gestiegen. Und es macht einfach deutlich, wie viel neu dazugekommen ist. Aber jetzt zu dem, was Sie vorgetragen haben, bzw. das, was Sie uns vorher schriftlich eingereicht haben. Und das ist alles andere als langweilig. Im Gegenteil, ich würde sagen, das ist sogar sehr brisant. Und das ist alles andere als eine Karnevalsveranstaltung. Die Polizei, so schreiben Sie, soll im Rahmen der sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung bisher unbekannte Sicherheitslücken in IT-Systemen nutzen, um damit in unsere Kommunikation eindringen zu können. Zum Gesetzgebungsverfahren haben Sie angemerkt, eine echte Auseinandersetzung, ob und warum dies als polizeiliche Befugnisse erforderlich ist und inwieweit dazu im Interesse des informationellen Selbstbestimmungsrechts Rahmenbedingungen zu schaffen waren, konnte nicht erfolgen. Meine Damen und Herren, das kann man nicht anders nennen als eine schallende Ohrfeige für den Innenminister. Der Auftrag der hessischen Polizei, Schaden abzuwenden, verkehrt sich mit der bewussten Nutzung von Sicherheitslücken in IT-Systemen genau in sein Gegenteil. DIE LINKE vertritt hier die Position des hessischen Datenschutzbeauftragten. Wenn den Sicherheitsbehörden Schwachstellen in der IT-Sicherheitsstruktur bekannt werden, müssen sie alles daran setzen, die Hersteller zu informieren und selbstverständlich die Sicherheitslücken zu schließen. Aber stattdessen, meine Damen und Herren, stattdessen sollen zum Zweck der Online-Durchsuchung diese Sicherheitslücken ganz bewusst weiter bestehen bleiben. Meine Damen und Herren, Hessen wird so zum Helfer der Hacker, anstatt ihnen das Handwerk zu legen. Für diesen Hinweis auf jeden Fall unseren herzlichen Dank. Ebenso heißt es im Bericht, den Sie abgelegt haben, dass die Speicherdauer von Videoaufzeichnungen mit dem Persönlichkeitsschutz nicht zu vereinbaren ist. Um dem Auftrag der Strafverfolgung nachkommen zu können, reichen 10 bis 14 Tage, das ist Ihrer Auffassung, vollkommen aus. Der hessische Innenminister jedoch beharrt auf 30, besser noch 60 Tage, in denen das Material gespeichert werden soll. Der Innenminister begründet seine Datensammelwut nach chinesischem Vorbild mit einer möglichen Vortat. Jetzt hören Sie einmal zu, ich komme ja dazu, dann werden Sie es verstehen. Mit einer möglichen Vortataufklärung und natürlich mit dem internationalen Terrorismus. Mit der gleichen Begründung, ich habe ein Mikrofon, Sie nicht. Mit der gleichen Begründung könnten es auch 120 Tage oder 365 Tage sein, die alle Daten ausweisbar aus den Servern verbleiben sollen. Wir müssen
diese überbordende Datensammelwut der Sicherheitsbehörden, immer mehr Videoüberwachung, immer längere Speicherdauer, immer bessere Datenanalyse bis hin zur Gesichtserkennung, rechtzeitig einen Riegel vorschieben. Und wir sind froh, den hessischen Datenschutzbeauftragten in dieser Frage an unserer Seite zu haben, meine Damen und Herren. Und als letztes Beispiel, warum uns der hessische Datenschutzbeauftragte so wichtig ist, ist es, damit die Allmachtsfantasien des Innenministers ein Stück begrenzt werden. Die Regelung in § 13b des Hessischen Gesetzes zur Sicherheit und Ordnung gehen nach unserer Auffassung viel zu weit. Demnach sollen zukünftig ein Datenausschuss und eine Datenabfrage zwischen Polizei, dem Verfassungsschutz und privaten Veranstaltern ermöglicht werden. Die Anlässe dafür sind bisher nicht ausreichend beschrieben, und das muss selbst der Innenminister in seiner Stellungnahme einräumen. Aber, meine Damen und Herren, der Fall Lübcke und die traurige Rolle des Verfassungsschutzes haben doch auf brutale Weise gezeigt, dass der Verfassungsschutz nicht Teil der Lösung, sondern eher ein Teil des Problems ist. Die Stadt Kassel, unfassbar, ich gebe Ihnen recht, unfassbar, jetzt hören Sie zu, die Stadt Kassel hat... Herr Kollege Felstehausen, Sie müssen aber trotzdem dann langsam zum Schluss kommen. Wenn er mich ein bisschen ausreden lässt, dann führe... Herr Kollege, ich... Ich darf mal im Raum insgesamt bitten, etwas wieder Ruhe. Der Kollege Felstehausen will jetzt zum Abschluss kommen. Dann geht es weiter. Einmal aus und kommen sofort zum Abschluss. Die Stadt Kassel hatte zu den Tatbeteiligten Anfragen an den Verfassungsschutz gestellt. Und obwohl der Verfassungsschutz eine sogenannte P-Akte führte, erhielt die Stadt Kassel keine Auskünfte mit den bekannten Ergebnissen. Diesem Tatbeteiligten wurden Waffenscheine ausgestellt. Und jetzt zum Ende. Eine Behörde, für die ein Quellenschutz wichtiger ist als Tatvereitelung, kann nicht mit noch mehr Kompetenzen ausgestattet werden. Meine Damen und Herren, wir danken ausdrücklich dem hessischen Datenschutzbeauftragten für seine Ausführungen und für seinen Bericht. Und wir sollten sie wirklich zu Herzen nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Felstehausen. Das Wort hat der Abg. Leveringhaus, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. So, ich werde dann jetzt mal anfangen wollen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Ronellenfitsch, liebe KollegInnen, liebe Zuhörer hier im Plenarrund und am Livestream. Ich kann auch warten. Meine Damen und Herren, ich bitte um Aufmerksamkeit und Ruhe im Saal. Das Wort hat der Kollege am Rednerpult. Meine Uhr steht. Also, meine Damen und Herren, beruhigen Sie sich doch wieder. Die Frau Kollegin Wissler ist als Extremistin bezeichnet worden. Und willst du das aufklären, bitte? Ich habe keineswegs einzelne Personen als Linksextremisten bezeichnet, sondern ich habe darauf hingewiesen, dass schon im Ältestenausschuss geklärt wurde, dass man sagen kann, dass dort Linksextremisten tätig sind, in der Fraktion der Linken und in der Partei der Linken. Das wurde hier bestätigt. Also, ich nehme jetzt zur Kenntnis, dass die Frau Kollegin Wissler nicht persönlich angegriffen wurde. Das ist klargestellt. Und jetzt hat der Kollege Leveringhaus das Wort. Gut, das werde ich dann jetzt auch mal wahrnehmen. Die Begrüßungsform habe ich gesagt, Herr Prof. Dr. Ronellenfitsch. Zuerst einmal möchte ich Ihnen von mir, aber natürlich von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN danken, einerseits für den Tätigkeitsbericht zum Datenschutz, aber auch für den ersten Tätigkeitsbericht zum Informationsfreiheitsgesetz. Auf einen Punkt möchte ich dabei etwas näher eingehen, weil ja auch mir immer wieder begegnet ist und auch heute noch begegnet. Es ist der Punkt 4.7.1, die Umsetzung der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, in kleinen und mittleren Unternehmen. Im Tätigkeitsbericht wird aufgeführt, dass im Zusammenhang mit der Einführung der DSGVO es zu einer stark gestiegenen Anzahl an Beschwerden, aber vor allem auch zu hunderten telefonischen und schriftlichen Anfragen von kleinen Unternehmen aus allen Branchen kam.
Es wird dabei festgestellt, dass bei diesen Unternehmen in der Vergangenheit häufig das Bewusstsein, aber teilweise auch das Verständnis dafür fehlte, dass das Datenschutzrecht mit seinen vielfältigen Anforderungen auch für ihre Tätigkeiten gilt. Sie hatten es gerade selber gesagt, und das ist auch ein Spruch, den ich dann immer wieder bringe, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wer sich ans bundesdeutsche Datenschutzgesetz gehalten hat, hat auch mit der DSGVO kein Problem. Wenn wir ein Problem haben, dann müssen wir in die Vergangenheit gucken. Und dass man jetzt sich über Datenschutz Gedanken gemacht, das hat sich halt geändert. Man achtet jetzt darauf, einerseits, welche Daten man erhebt, wo und wie man diese Daten speichert und wer auf diese Daten zugreifen kann. Ich stimme hier Prof. Dr. Renelfitsch vollkommen zu, wenn er im Tätigkeitsbericht selber schreibt, dies kann sicherlich als einer der Erfolge der Datenschutzreform gewertet werden. Bis zum 25. Mai dieses Jahres soll jetzt im Europaparlament der Bericht über die Bewertung und Überprüfung der DSGVO vorliegen. Und ich bin gespannt auf diese Evaluation, denn natürlich ist nicht alles perfekt an der DSGVO. Aber ich möchte doch einmal deutlich machen, lassen Sie uns diese DSGVO nicht schlecht reden. Sie ist ein tolles, sie ist ein europäisches, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, Projekt, was weltweit Vorbildcharakter hat und zunehmend Nachahmer findet. Jetzt verlasse ich mal etwas den Tätigkeitsbericht und möchte generell zum Thema Datenschutz etwas sagen. Herr Prof. Dr. Renelfitsch hat es im Ausschuss angesprochen, die immer wieder geführte Diskussion zum Wort Datenschutz. Schützen wir denn eigentlich Daten oder schützen wir unsere Privatsphäre? Und eigentlich ist das ja gar keine Diskussion wert, denn natürlich geht es am Ende um den Schutz unserer Persönlichkeitsrechte. Aber das machen wir eben dadurch, dass wir die Daten schützen, die wir selber erstellen oder die über uns erstellt werden. Und wir müssen uns einmal deutlich machen, welche Menge das ist. Die Boston Consulting Group schätzt aktuell den Wert der persönlichen Daten, die im Netz verfügbar sind, auf 1 Billion €. Und wir müssen auch als Politik immer wieder darauf gucken, welche technischen Möglichkeiten es gibt und wie diese genutzt werden. Zeigt sich dann, dass unsere bisherigen bestehenden Regelungen nicht ausreichend sind, liegt es an uns. Und dabei unterscheide ich jetzt erst einmal nicht nach Zuständigkeiten Bund, Land, Europa. Dann liegt es an uns als Politik, darauf zu reagieren. Ein Punkt, der dabei zum Glück immer mehr in den Fokus kommt, sind die sogenannten Dark Patterns. Diese dunklen Muster sollen Menschen bei der Nutzung im Web manipulieren. Das kann dazu führen, dass man In-App-Käufe tätigt. Das kann dazu führen, dass man mehr Informationen preisgibt, als man eigentlich preisgeben wollte. Oder dass man, mein konkretes Beispiel, bei einer Accountkündigung statt den Satz „Ich möchte kündigen“ angezeigt bekommt „Ich verzichte auf meine Vorteile“. Das ist eine psychologische Beeinflussung, wo man dann doch mal wieder anfängt, Vorteile, möchte ich wirklich darauf verzichten? Okay, gucke ich mir morgen noch mal an. Wir sind bei vielen dieser Punkte, dieser Dark Patterns, schnell im Konflikt mit der DSGVO. Und ich begrüße es daher, dass dem Thema nun mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, auch wenn das selber im Tätigkeitsbericht hier noch keinen Niederschlag gefunden hat. Abschließend möchte ich mit der Zusammenführung des Tätigkeitsberichts und der generellen Diskussion zum Thema Datenschutz auch an einem konkreten Beispiel, nämlich der Nutzung von WhatsApp. Gerade hier zeigt sich nämlich ein großes Problem im Bereich Datenschutz. Im Bericht selber wird noch von 1 Milliarde NutzerInnen gesprochen. Das war im Jahr 2016. Gestern kam die Meldung, dass es inzwischen 2 Milliarden NutzerInnen sind, die WhatsApp hat weltweit. Politisch versuchen wir, das Thema Datenschutz stetig zu verbessern. Und ja, wir versuchen es vor allem durchzusetzen gegen die großen Player am Markt. Privat erleben wir dagegen oft eine recht unbedarfte Nutzung von Software. Und da sollten wir alle, ich schließe uns da hier im Haus mit ein, stärker über den Schutz unserer Daten nachdenken, wenn wir uns im Netz bewegen. Und mit diesen Worten möchte ich schließen, noch einmal Danke sagen und vielen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Der Kollege Felstehausen, hatte sich zur Geschäftsordnung oder war das? Ja, dann mach los. Herr Präsident, Herr Bellino hat gerade in seinen Ausführungen noch einmal deutlich gemacht, dass er mit Linksextremisten Mitglieder der Fraktion Die Linke bezeichnet. Ich bitte um die Ausfertigung des Protokolls und möchte ankündigen, dass wir dieses im Ältestenrat zur Sprache bringen werden. Also, dann machen wir Folgendes. Wir lassen Protokollauszug machen, kriegen alle zugestellt und in der nächsten Sitzung des Ältestenrats wird es beraten. Sind wir einig? Nächsten Sitzung des Ältestenrats wird es beraten. Jetzt will kein Mensch Ältestenrat um 12:30. Sind wir uns ja einig? Gut, dann machen wir das so und dann geht es weiter. Die Frau Kollegin Gersberg hat das Wort, SPD-Fraktion.
Moment mal, Frau Kollegin Gerschwein. Meine Damen und Herren, also ich hätte ja viel Fantasie gehabt, aber dass bei dem Bericht von Professor Ronellenwitsch jetzt hochgeht, das ist schon alle Achtung, muss ich sagen, das ist schon eine Leistung. Deshalb bitte ich jetzt, ein bisschen vernünftig zu sein. Die Frau Kollegin Gersberg hat das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Professor Ronellenwitsch, also ich möchte kurz etwas sagen. Ich verstehe, dass Sie sich aufregen. Ich verstehe es sehr gut. Aber vielleicht könnten wir Herrn Professor Ronellenwitsch ein bisschen Respekt zollen und zu seinem Datenschutzbericht reden. Danke sehr. Herr Professor Ronellenwitsch, herzlichen Dank für Ihre Arbeit in den vergangenen Jahren, besonders im letzten Jahr. Das möchte ich auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber sagen. Ich weiß, dass seit der Datenschutzgrundverordnung sehr viel mehr Beratungsanfragen auf Sie zukommen. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Wir wissen, was Sie dort leisten. Vielen Dank. Es gibt auch etwas zu feiern. 2020 jährt sich auch das Inkrafttreten des ersten Datenschutzgesetzes der Welt zum 50. Mal. Und es war ein hessischer Minister, der es damals initiiert hat. Und deshalb feiern wir natürlich dieses Jahr sehr gerne mit. In diesem Jubiläumsjahr müssen wir jedoch feststellen, dass es nun dringend eine Aktualisierung dieses hessischen Datenschutzgesetzes bedarf. Denn es fehlen wichtige Dinge, z. B. im Beschäftigtendatenschutz. Viele Fragen sind noch ungeklärt. Zum Beispiel, welche Daten von Bewerberinnen und Bewerbern bei Einstellungsgesprächen eingefordert werden dürfen. Derzeit gibt es nämlich einen Trend, dass man auch Schufa-Auskünfte verlangt oder Führungszeugnisse. Andererseits gibt es in der Privatwirtschaft inzwischen immer mehr Zeiterfassung per Fingerabdruck. Dieser kann aber auch Aufschluss geben über psychische Erkrankungen der Leute, die das benutzen. Ich glaube, diese Praktiken gehören verboten, und so etwas gehört auch in ein Gesetz. Die Landesregierung muss selbst und durch Einfluss auf Bundesebene Grenzen setzen. Und noch haben zudem Betriebsräte viel zu wenig Mitbestimmungsrechte, was einen besseren Datenschutz angeht. Sehr geehrte Damen und Herren, jede und jeder muss das Recht haben, dass seine persönlichen Daten auch wieder gelöscht werden. Und beim Thema Löschung von Daten sind wir auch bei einer der Diskrepanzen, die zwischen dem Datenschutzbeauftragten und der Landesregierung bestehen. Sie sind z.B. unterschiedlicher Meinung darüber, wie lange Daten von Videoüberwachungsanlagen aufbewahrt werden dürfen. Die Datenschützer sagen 10 bis maximal 14 Tage. Die Landesregierung möchte sie ganze 60 Tage aufbewahren. Das ist schon ein ganz erheblicher Unterschied. Unterschiedliche Einstellungen bestehen auch beim Thema Zuverlässigkeitsprüfung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier möchte die Landesregierung sie sehr großzügig anwenden, die Datenschützer, aber nur, wenn auch ein terroristischer Anschlag vermutet werden kann. Es bestehe nicht immer eine Gefahr, eine pauschale Regel sei dazu nicht notwendig, sagt der Bericht. Den Negativpreis Big Brother Award vom Verein Digital Courage hat Innenminister Beuth auch nicht ohne Grund im Juni 2019 wieder nach Hessen geholt. Bereits 2018 bekam die schwarz-grüne Landesregierung diesen Award für ihr Verfassungsschutzgesetz. Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Missachtung des Datenschutzes in Hessen System hat. Bei einigen Programmen und Funktionen hat die hessische Landesregierung den Riegel vorgeschoben. Das betrifft hessische Schulen. Ihnen wurden untersagt, Messenger-Dienste wie WhatsApp zu nutzen. Und auch die Microsoft Office 365 Cloud ist tabu, weil es nicht als sicher gilt, dass Daten der Schülerinnen und Schüler an den US-Geheimdienst weitergegeben werden. Nun ist es in der digitalen Welt aber so, was einmal in der Welt ist, wird auch genutzt bzw. möchte genutzt werden. Den Lehrerinnen und Lehrern bzw. Schulen werden praktische Funktionen vorenthalten. Ganz ehrlich, ich denke, sie nutzen sie trotz Verbot, besonders WhatsApp. Das heißt nicht, dass ich die Produkte genehmigen würde, ganz im Gegenteil. Ich denke vielmehr, dass sich Hessen unabhängig machen sollte von Konzernen wie Palantir und Microsoft, die immer wieder Datenschutzrichtlinien nicht einhalten. Auch über Hessen-Data von Palantir könnten sensible Personendaten an US-Behörden gelangen. Wir haben als SPD-Fraktion ja damals den Untersuchungsausschuss eingesetzt zu diesem Thema. Ich glaube, Nachverhandlungen mit diesen Firmen reichen nicht aus. Das ist ja gerade so die Strategie der Landesregierung. Wir verhandeln nach.
Ich bin sehr verwundert über dieses große Vertrauen, was in diese sehr in der Kritik stehenden Unternehmen betrifft. Also, das verstehe ich nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen eigene Programme und Strategien entwickeln, die unseren Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungen und Schulen nutzen, die aber ihre Daten sicher machen und uns als Land unabhängiger als bisher. Das Argument fehlender Ressourcen für eigene Programme oder Strategien leuchtet mir überhaupt nicht ein. Ausreichend Investitionen in den Datenschutz sind inzwischen meiner Meinung nach wichtiger als manch andere große Investitionen im Wehretat. Und wenn Hessen sich eine Unabhängigkeitsstrategie selbst nicht leisten kann, muss sie eben eine deutschlandweite Strategie anpeilen oder besser noch eine europäische. Sehr verehrte Damen und Herren, der Staat macht sich angreifbar, wenn er seine eigene und wenn er die Daten seiner Bevölkerung preisgibt. Wir haben als Politikerinnen und Politiker eine Verantwortung, der wir wesentlich stärker als bisher nachkommen müssen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Gersberg. Das Wort hat der Abg. Lieschert, AfD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kollegen! Der hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Prof. Ronellenfitsch, hat in seinem jüngsten Datenschutzbericht für den Zeitraum 2018 erneut vielfältige Fälle von Datenschutzverstößen auch und gerade im staatlichen Regelungsbereich dokumentiert. Und er hat damit automatisch auch der Exekutive den Aufgabenzettel diktiert. Und das ist gut so. Das ist gelebter Schutz unserer Grundrechte. Diese Grundrechte sind nämlich primär als Abwehrrechte gegen staatliche Übergriffigkeit geschaffen worden, was vor dem Hintergrund des Totalitarismus natürlich vollkommen nachvollziehbar ist. Und tatsächlich sind wir schon seit einigen Jahren in eine Phase eingetreten, in der das digitale Utopia und Dystopia sehr nah, gefährlich nah beieinander liegen. Der Blick nach China, der Blick auf das dortige Social Credit System reicht. Da kann man sofort die totalitäre Gefahr erkennen. Dennoch, im Bewusstsein der Bürger, die sich um ihre Daten und den Schutz derselben sorgen, ist, glaube ich, nicht unbedingt die hessische Verwaltung und auch nicht Minister Beuth derjenige, der im Vordergrund steht. Es sind vielmehr die internationalen Internetkonzerne, die unseren Datenansprüchen häufig zuwiderlaufen. Hier ist tatsächlich einmal wirksame Regulierung und Kontrolle auf europäischer Ebene dringend notwendig. Es ist daher folgerichtig, wenn die EU mit ihrer Datenschutzverordnung den EU-weiten Aufbau eines gemeinsamen europäischen Datenraumes und den Ausbau einer europäischen Datenwirtschaft auch datenschutzrechtlich flankieren will. Das ist folgerichtig. Nicht zuletzt, weil laut EU-Kommission durch die Überwindung der gesetzlichen Fragmentierung, also gewissermaßen datenschützerischer Kleinstaaterei, 2,3 Milliarden Euro jedes Jahr eingespart werden können. Heute Morgen konnten wir von Kommissionspräsidentin von der Leyen im Handelsblatt auch einiges dazu lesen. Wie immer, wenn Frau von der Leyen zu uns spricht, dreht sie das ganz große Rad. Es geht um Europas technologische Souveränität, erfahren wir dort. Und jetzt festhalten, sie wünscht sich einen digitalen Wandel, der von Natur aus europäisch ist. Da geht dem EU-Kultisten natürlich das Herz auf. Aber so toll das klingt, wie sieht es denn in der Wirklichkeit aus? Der gemeinsame europäische Datenraum und die damit ebenfalls verbundene gewaltige Marktmacht sollte es doch der EU eigentlich möglich machen, den Internetriesen gegenüberzutreten. Dazu zwei gute, schlechte Beispiele. WhatsApp ist ja bereits gestreift worden. Aber über diese ubiquitäre WhatsApp-App lesen wir im Datenschutzbericht, die Nutzung von WhatsApp im schulischen Bereich durch Lehrkräfte hat im Berichtsjahr stark zugenommen. Das heißt, sowohl Schüler als auch Lehrer nutzen diese App und begeben sich damit auf datenschutzrechtlich hochproblematisches Terrain. Ich zitiere erneut, zudem werden mit der Anmeldung automatisch alle im Mobiltelefon gespeicherte Kontakte an den Anbieter, also Facebook, übertragen. Für diese Datenverarbeitungsprozesse ist entweder eine Rechtsgrundlage oder eine Einwilligung der Betroffenen erforderlich. Der Nutzer von WhatsApp ist für die Übermittlung der in seinem Mobiltelefon gespeicherten Kontaktdaten anderer Personen datenschutzrechtlich verantwortlich. Er muss daher vor Anmeldung des Messenger-Dienstes über die entsprechende Erlaubnis verfügen.
Meine Damen und Herren, das ist so etwas von welt- und lebensfremd. Und dementsprechend hat das Amtsgericht Bad Hersfeld trotzdem geurteilt, dass bei fehlender Erlaubnis eine deliktische Handlung vorliegt und diese kostenpflichtig abgemahnt werden könnte. Meine Damen und Herren, das bedeutet, dass die juristische Verantwortung einzig und allein bei den Bürger, beim Nutzer abgeladen wird. Und das halten wir für grundfalsch. Zweites Beispiel, das Recht auf Vergessenwerden. Ist in die Datenschutzgrundverordnung eingegangen, explizit kodifiziert. Dazu gibt es ein EuGH-Urteil. Und was macht Google daraus? Inhaltlich geht es darum, dass datenschutzrechtlich relevante Daten aus den Ergebnislisten der Suchmaschinen gelöscht werden können auf Antrag. So, Google nutzt aber Geoblocking. Das heißt, aufgrund der Möglichkeit, die Herkunft einer Anfrage anhand der IP-Adresse geografisch zuzuordnen, wird genutzt, damit ein europäischer Google-Nutzer andere Ergebnisse angezeigt bekommt als ein amerikanischer. Das ist doch offensichtlicher Bruch des EU-Rechts. Wo bleibt das Gegensteuern dort? So, damit komme ich dann auch schon zum Schluss. Seit ein Dreivierteljahren ist die DSGVO in Kraft. Europäischer Datenschutz von Europäern für Europäer, das mag ja schon eine tolle Sache sein. Aber wenn die außereuropäischen Konzerne mehr oder weniger machen können, was sie wollen, dann ist das das Gegenteil von technologischer Souveränität. Und ich muss sagen, sie hat auch viel mehr Bürokratie für die Kleinen gebracht, ist zahnlos bei den Großen und ihren Schweinereien. Deswegen muss ich sagen, typisch EU, schade. Danke sehr. Vielen Dank, Kollege Lischert. Das Wort hat der Abg. Hartmut Honka, CDU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal auch für meine Fraktion, Herr Prof. Ronellenfitsch, möchte ich Ihnen und all Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken für die Arbeit, die Sie, ja, wir sprechen über den Berichtszeitraum 2018, aber auch im vergangenen Jahr 2019 geleistet haben für den Datenschutz, für die Informationsfreiheit und für das gelebte Miteinander hier in unserem Land. Ich verwende die Formulierung gelebte Miteinander ganz bewusst, weil ich erlebe Ihre Arbeit ja seit einigen Jahren hier im Landtag, darf ich Sie begleiten, und ich sehe Sie als Person in Ihrer Funktion, dass Sie genau dafür sorgen wollen, dass Datenschutz nicht etwas Verschrienes ist, wo der eine oder andere sich komisch von abwendet, sondern dass es genau wahrgenommen wird, dass die Regierung ihrer Verantwortung gerecht wird, wir als Landtag uns unserer Verantwortung in der Gesetzgebung bewusst sind, aber auch Unternehmen, die draußen im Land angesprochen sind, die in unserem Land tätig sind, und dass man dort gemeinsam an diesem Thema arbeitet, weil Datenschutz ist ein Thema, die Frage der informationellen Selbstbestimmung, die jeden Einzelnen von uns jeden Tag immer wieder angeht. Frei nach Schlager haben Sie angesprochen, einem in Hessen sehr bekannten und beliebten Lied, im Herzen von Europa liegt mein Frankfurt am Main, kann ich genau, sehr vielen Dank, liebe Kollegin Faeser. Deswegen wollte ich es mal ansprechen. Wollte ich es erweitern um einen Absatz oder um eine Zeile, wo wir sagen könnten, im Herzen Hessens liegt der Datenschutz auch begründet. Frau Kollegin Gersberg hat es angesprochen. Wir dürfen als Land Hessen in diesem Jahr 50 Jahre Datenschutz feiern. Und insofern ist es wirklich ein Grund, an der Stelle dankbar zu sein unseren Kolleginnen und Kollegen, die vor 50 Jahren bereits sich um dieses Thema gekümmert haben, als weltweite Pioniere dabei mit aufgetreten sind, das gesetzlich zu normieren, dieses Feld. Und ich glaube, das ist ein gutes Jubiläum. Und ich hoffe darauf, ich kann davon sicher gehen, dass Ihre Behörde mit Ihnen an der Spitze dort eine entsprechende, auch würdige Veranstaltung zu diesem Thema machen wird. Ich glaube, die Landesregierung selbst hat das Thema ja auch aufgegriffen, auch bereits in Brüssel einmal aufs Tapet gebracht mit einer Veranstaltung. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg dabei. Meine Damen und Herren, das ist angesprochen worden. Datenschutz ist ja nicht nur etwas, was auch von Kollegen angesprochen worden, das den Staat angeht, unsere Verwaltung angeht, sondern wenn man sich einmal anschaut, was wir im Privatleben jeden Tag an Daten produzieren, versteife ich mich oder traue ich mich fast zu sagen, dass wenn man alle Daten von Einzelnen von uns, von Facebook und Amazon zusammenwirft, da definitiv mehr Wissen über jeden Einzelnen zustande kommt, als wir als Staat über die Bürger wissen.
oder als vielleicht sogar der eigene Ehepartner über einen weiß. Das macht deutlich, vor welcher Herausforderung wir in diesem Bereich stehen. Dessen müssen wir uns jederzeit auch als Einzelprivatbürger bewusst sein. Um auf einen Aspekt noch zu sprechen zu kommen, der im Bericht angesprochen wurde und der auch jetzt zweimal Einfluss genommen hat, die Frage von Speicherfristen bei Videoüberwachung, bei Videoaufzeichnung. Ja, dort gibt es unterschiedliche Auffassungen zwischen Ihrer Behörde, Ihnen, Herr Prof. Nellenfitsch, und der Berichterstattung oder der Stellungnahme der Landesregierung, dem Innenministerium. Ich kann beide Sichtweisen sehr gut verstehen. Ich glaube, genau das ist aber der Spagat, vor dem wir als Gesetzgeber immer wieder stehen, zu sagen, wie viel Speicherung und wie viel Speicherfrist ist möglich, nötig, rechtlich zulässig, um dann aber auch sowohl die Daten sensibel damit umzugehen, nicht zu viele zu haben, aber gleichzeitig auch gerade im Bereich der Strafverfolgung, Strafverfolgung effektiv möglich zu machen. Das ist eine Abwägungsfrage. An der Stelle sind die Praktiker aus den Polizeipräsidien etwas anderer Ansicht als Ihre Behörde. Das ist aber auch gut in einer Demokratie, dass man sich darüber dann austauschen kann und in Ruhe dabei abwägen kann, welche Interessen man wie gewichtet. Ja, damit möchte ich es bewenden lassen. Die Redezeit ist fast um. Ich danke Ihnen nochmals vielmals für die Arbeit. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in diesem Jahr, insbesondere im Rahmen des Jubiläumsjahres, wie wir es, glaube ich, ausrufen dürfen, 50 Jahre Datenschutz hier in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Honka. Das Wort hat der Abg. Dr. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte am Anfang Ihnen, Herr Prof. Nellenfitsch, und Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern für die hervorragende Zuarbeit und auch für den gelungenen Vortrag ganz herzlich Danke sagen. Ich möchte auch Danke sagen für das Bemühen aller Beteiligten, und das gilt auch für die Landesregierung, Herr Innenminister, die Beratungen über die Tätigkeitsberichte zeitnah durchzuführen. Ich kann mich erinnern, dass in der letzten Legislaturperiode, als ich die Ehre hatte, im damaligen Datenschutzausschuss vorzusitzen, vorzustehen, wie auch immer, wir ein bisschen Probleme hatten, weil wir uns an die Jahreszahlen gar nicht mehr erinnern konnten, über die geredet wurde. Das hat sich doch in den letzten zwei, drei Jahren erheblich verbessert. Das liegt natürlich an der zeitnahen Vorlage des Ausschusses des Tätigkeitsberichtes, der am 19. Juni 2019 für 2018 vorgelegt worden ist. Das gilt aber auch für die relativ zeitnahe Stellungnahme der Landesregierung, die vom 2. Dezember 2019 datiert. Ich sage das nicht aus irgendwelchen formellen und formalen Gründen, sondern ich sage es, wer Datenschutz ernst nimmt, der muss sich auch zeitnah mit den Ergebnissen des Berichts auseinandersetzen. Es hilft nichts, eine orale Kamelle aus dem Jahre, keine Ahnung, 2016, 2015 hier noch einmal zu lutschen. Erstens schmeckt die nicht mehr, zweitens weiß man gar nicht mehr, um was es ging, und zum Dritten kann man auch nichts mehr ändern. Und das ist ja gerade die Aufgabe des Parlaments im Zusammenhang mit der Debatte über den Bericht und die Stellungnahme der Landesregierung, zeitnah entsprechend notwendige Maßnahmen ergreifen zu können. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass man es noch ein bisschen näher zusammenrücken kann. Einige Kollegen haben schon darauf hingewiesen, ich will das auch sehr gerne tun, dass in diesem Jahr, am 13. Oktober 1970, ist das erste Datenschutzgesetz Hessens, Deutschlands, Europas in diesem Hause, nein, vorher schon, verabschiedet, in Kraft getreten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde auch, da bricht uns überhaupt kein Zacken aus der Krone, es zu sagen, das war eine Arbeit, wenn auch der letzten, aber der absoluten Regierungsmehrheit der SPD im Lande Hessen. Es war das Kabinett Oswald I, wie man so schön in der Geschichte sagt, das diesen Gesetzentwurf hier in das Parlament hereingebracht hat, mit großer Mehrheit verabschiedet worden ist, das kurz vor Wahlen. Aber, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, das schmälert in keinster Weise
die Arbeit, die damals geleitet worden ist, insbesondere von einem Abteilungsleiter der Staatskanzlei, mit dem wir ja die Jahre danach auch noch sehr viel zu tun hatten. Also vielen herzlichen Dank an die mutigen Männer, leider ganz wenige Frauen damals nur dabei, die vor 50 Jahren sich an diese Arbeit nicht nur gesetzt haben, sondern sie auch umgesetzt haben. Darauf haben wir in Hessen immer aufgebaut. Wir waren in Hessen eines der ersten Länder, das einen Datenschutzbeauftragten hatte. Wir waren eines der ersten Länder, das es zusammengeführt hat, den privaten und den, oder den staatlichen und den privaten Datenschutz, muss man ja korrekterweise sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch hier sollte das gelten, was Georg August Zinn, der damals nicht mehr Ministerpräsident war, aber immer auf die Fahnen geschrieben hat, Hessen vorn. Bleiben wir im Datenschutz Hessen vorn. Ja, zu allem Versöhnlichen ein bisschen positive Kritik, weil positiv ist es ja, wenn man den Ministern sagen kann, macht doch mal da ein bisschen weiter. Und da gucke ich insbesondere den Kultusminister an. Ich finde, da ist am meisten zu tun. Ich finde, die Berichte, der Bericht, Entschuldigung, wie aber auch die Antwort der Landesregierung hat deutlich gemacht, dass wir Datenschutz im schulischen Bereich etwas intensiver jetzt mal angehen sollten. Und dazu gehört es dann aber auch, Entscheidungen zu treffen. Und eine der Entscheidungen ist von Vorrednern von mir bereits thematisiert worden, WhatsApp in der Schule. Ja, was denn nun? Aber auf alle Fälle muss es dann eine Entscheidung, dann auch eine Regelung geben. Also da lange noch vordrücken, Herr Prof. Lorz, das gilt nicht, sondern da müssen wir jetzt mal richtig Farbe bekennen. Windows 365, Schulcloud und alle anderen außer WhatsApps, Messenger-Dienste stehen ebenfalls an. Die werden nun mal genutzt. Also müssen wir auch was dagegen tun oder was dafür tun. Auf alle Fälle müssen wir dafür Regeln schaffen. Und das ist Ihr Job. Und das ist erstmal nicht unser Job. Eine letzte Bemerkung, Herr Präsident. Wir vermissen in dem Bericht, aber das liegt vielleicht an den Jahreszahlen, Analysen zum Thema Hessen-Data. Analyse-Software Firma Palantir. Ich sage nur, wir hatten hier einen Untersuchungsausschuss, der der Diskontinuität zum Opfer gefallen ist. Mittlerweile ist Hessen-Data im Regelbetrieb. Nach 29a HSOG kann der Datenschutzbeauftragte stichprobenartig die polizeiliche Datenerhebung bzw. Übermittlung überprüfen. Wir sind sehr gespannt, wie diese Überprüfung stattfindet. Hoffentlich wird uns das als Parlament bald vorgelegt. Sonst müssen wir den Weg des Untersuchungsausschusses noch einmal gehen. Das halte ich für nicht so klug. Vielen Dank für die Arbeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Innenminister. Staatsminister Beuth, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will mich dem herzlichen Dankeschön an den Datenschutzbeauftragten, an Sie, Herr Prof. Ronellen Fitsch, und an Ihre Behörde, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr gerne für die Hessische Landesregierung anschließen. Ich glaube, dass wir eine gute Zusammenarbeit miteinander pflegen und dass das für den Datenschutz und die Informationsfreiheit im Lande Hessen von großem Vorteil ist, dass wir gut zusammenarbeiten. Ich will aber gleichwohl auch mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes und der Landesverwaltung bedanken, die natürlich, und das ist der Grund, der Kollege Dr. Hahn hat das ja gerade schon angesprochen, der Grund, warum ein solcher Datenschutzbericht nicht unmittelbar hier im Plenum diskutiert wird, weil es halt eben auch Gelegenheit gibt, sozusagen die einzelnen Punkte, die aufgezeigt sind, auch entsprechend dann seitens der Landesregierung aufzuarbeiten und noch einmal dazu Stellung zu nehmen. Nun haben wir dieses Werk vor uns liegen, und ich glaube, bei allem Respekt, Frau Kollegin Gersberg, Sie haben in einem Satz eben gesagt, dass das Land Hessen systematisch den Datenschutz missachten würde. Ich glaube, die Berichte geben das bei weitem nicht her, meine Damen und Herren. Im Gegenteil ist es so, dass wir wirklich in Details miteinander hier ringen. Und die ganz großen Auseinandersetzungen, ich erinnere mich daran, dass wir hier auch in diesem Plenarsaal vor 10 und vor 15 Jahren ganz anders über die Fragen von Datenschutz auch miteinander gerungen haben, als wir das heute tun. Es geht um Details, es geht um wichtige Fragen, aber dass hier sozusagen systematisch verstoßen würde, das ist sicherlich nicht der Fall. Und die Beispiele, die Sie genannt haben, die sind auch nicht zutreffend, weil man mag darüber stolz sein oder nicht stolz sein, oder man mag sich darüber ereifern. Mit den Big Brother Awards sind am Ende Fragestellungen aufgegriffen worden, die ja gesetzlich am Ende gelöst worden sind.
der im Jahre 2018, da ging es um den Vorschlag eines Verfassungsschutzgesetzes, was so wie damals sozusagen beurteilt überhaupt nie das Licht der Welt erblickt hat. Ja klar, aus unserem Haus, ja, ja. Aber liebe Frau Kollegin, der Hessische Landtag hat doch darüber diskutiert und hat am Ende eine Lösung dafür gefunden. Und die zweite Frage, das Analysewerkzeug, da ist jetzt gerade im Untersuchungsausschuss angesprochen worden, das Analysewerkzeug, was wir nutzen, wofür es ebenfalls einen Award gegeben hat, den nutzen wir auf einer gesetzlichen Grundlage, die der Hessische Landtag im HSOG verankert hat, meine Damen und Herren. Wo ist denn da das Problem, meine Damen und Herren? Also insofern die Beispiele, die Sie hier vortragen, sind schon nicht korrekt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will einen Punkt noch hier herausgreifen, und zwar die Frage der Videoüberwachung. Wir haben in der Tat eine freundschaftliche Auseinandersetzung über die Frage der Speicherfristen bei der Videosicherheitstechnik nach § 14 Absatz 3 Satz 4 HSOG miteinander geführt. Ich will aber dazu sagen, dass wir auf einer Ebene miteinander diese Frage besprechen, die das faktische Handeln betrifft. Der gesetzliche Rahmen, der dort im § 14 Absatz 3 Satz 4 verankert ist, der umfasst genau den Rahmen, den sich zumindest Teile der Polizeiorganisation gewünscht haben. Wir haben dort nämlich 2 Monate Speicherfrist verankert. Die tatsächliche Behandlung oder die tatsächliche Umsetzung dieses gesetzlichen Rahmens ist von der Landesregierung oder von der Polizei schon, was die Speicherfristen angeht, viel, viel niedriger angesetzt. Und wir haben uns jetzt nicht über am Ende 60 Tage, sondern wir haben uns über die Frage von 10 Tagen zunächst einmal auseinandergesetzt. Und ich finde, auch hier, da zeigt sich die gute Zusammenarbeit zwischen Landesregierung und dem Datenschutzbeauftragten. Wir haben ja auch hier eine Lösung gefunden, dass wir nunmehr nicht mehr von bis zu 10, sondern aufgrund der Sicherheitslage von einer 14-tägigen Dauer ausgehen können. Aber ich sage es noch einmal, wir werden dafür auch sämtliche Handlungsanweisungen des LKAs zu dieser Frage entsprechend verändern. Aber das bleibt trotzdem immer noch zu drei Viertel unter dem, was das Gesetz im Grunde genommen ermöglicht. Also, ich finde, an diesem Beispiel kann man sehr schön zeigen, dass die Zusammenarbeit gut ist, dass sie im Interesse des Datenschutzes, im Interesse der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dann eben diese Zusammenarbeit auch ausgeführt wird. In diesem Sinne, Herr Prof. Ronellenfitsch, noch einmal ein herzliches Dankeschön für die Zusammenarbeit, für Ihre Beratungsleistungen an vielen, vielen Stellen, die Sie uns auch im laufenden Betrieb gewähren. Insofern freue ich mich auf Fortsetzung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Wir sind am Ende der Aussprache. Damit ist der Punkt erledigt, denn die Beschlussempfehlung ist, wir nehmen den Bericht des Beauftragten zur Kenntnis. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Professor, machen Sie weiter so, bleiben Sie uns erhalten, Sie sind ein lieber Mensch. Ja. Also hier gibt es auch nichts abzustimmen, die Beschlussempfehlung wird zur Kenntnis genommen und fertig.